What the fuck? Okay. Gucken wir mal, ne? Erstmal gehen wir wieder zurück. Hallo. Guck mal, wir haben ja noch einen Computer. Verdammt, ist das schwierig. Ganz ehrlich, Leute, wie lame ist diese Kacke hier, Alter. Hazem Kanway bleibt für mich die kontroverseste Figur. Ich hege großen Respekt für ihn. Immerhin war er der Großmeister des Kolonialritus, mit dem Auftrag, eine Vorläuferstätte zu finden. Hazem war gerissen und skrupellos. Aber er zeigte eine gewisse emotionale Schwäche, die zu seinem Fall führte. Er verlor als Kind seinen Vater. Der englische Großmeister Reginald Birch erzog ihn zum Tempelritter. Hazem erfuhr schließlich, dass sein Vater Edward ein Assassine war. Dass er beschloss, Templer zu bleiben, statt in seines Vaters Fußstapfen zu treten, beweist mir, dass er glaubte, schon auf dem rechten Pfad zu sein. Als Hazem entdeckte, dass Birch einer der Mörder seines Vaters war, töteten er und seine Schwester ihn aus Rache. Ich glaube, das war der Anfang von seinem Ende. Templer töten aus Nutzen, nicht aus Gefühl. Als er entdeckte, dass sein Sohn Connor Assassine war und gegen ihn arbeitete, stoppte dieselbe emotionale Schwäche seine Klinge. Ein trauriger Connor erwies ihm nicht. Oha. Hazem Kanway. Schön mal von ihm aus hören. Meldet sich auch nicht bei mir der Arsch. Ich hab Sicherheitsfreigabe 3, verdammte Hacke. Ich will da rein! No, Pavol. Miau. Mau. Mautz. Ich fauch dich an. Warum komme ich hier nicht rein? Ich hab doch Sicherheitsfreigabe 3, 1. Ist meine Katzen auch nicht so ganz. Ah, hier. Ich habe schon mal ein paar schwierigere Aufgaben erledigt. Ach, vielleicht bin ich auch einfach nur zu intelligent. Hi, Boss. Sind Sie in Deutschland? Ja, ich bin in Essen und suche nach einem Artefakt namens Ankh von Isis. Können Sie mir dazu etwas sagen? Können Sie mir eine Minute, um meine Maschinen anzuwerfen? Okay, nicht viel. Es gibt eine obskure Datei vom Datenmüllscanner, der es erwähnt. Vermutlich im 15. Jahrhundert bekämpfte in Deutschland einen Assassinen namens Lukas Zubruck, einen Templerableger namens die Brüder des Kreuzes, die Originell. Das ist die Datei, die mich zu diesem öden Scheißhaufen geführt hat. Sonst noch was? Etwas außerhalb der offiziellen Abstergo-Aufzeichnungen? Keiner hat das Ding je gesehen. Es gibt jede Menge Legenden über seine Geschichte. Aus dem römischen Gallien, dem mittelalterlichen Ägypten und selbst von einer Zelle heutiger Assassinen. Oh, und offenbar erweckt es die Toten. Gibt es Beweise, die das stützen?
keine. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, das ist Bullshit, den die Assassinen verbreiten, damit Leute wie wir wertvolle Zeit damit verlieren. Das riecht nach Falle. Zugegeben. Achten Sie auf neue Informationen in Sachen Ankh. Auch wenn sie nicht zu einem Artefakt führen, können wir die Daten vielleicht zu einem Assassinen zurückverfolgen. Alles klar, Boss. Wohin geht es jetzt? Kuba. Ich werde das Observatorium ausgraben. Okay. So, dann wollen wir wieder zurück. Wir haben ein bisschen die Beine vertreten. Er ist nicht tot, oder? Nö, ich fühle mich noch ganz lebendig. Was ist denn jetzt los? Ich erkenne gar nichts. Ich schwebe anscheinend. Boah, was ist denn das für ein Trip, Alter? Was haben die mir gegeben? Alter, was hast du noch zugenommen? Wenn ich sage, das ist der verrückteste Mist, den ich je gesehen habe, wäre das die überflüssigste Aussage aller Zeiten? Shay hatte einige ziemlich traumatische Erlebnisse. Okay, die zweitüberflüssigste aller Zeiten. Erkunde diese Erinnerungen weiter. Das Beste kommt noch. Tja, jetzt stehen wir hier. Jetzt ist wieder schwarz. Jetzt ist wieder unser Illuminati-Symbol da unten am Gammeln. Und jeder weiß natürlich, ein Illuminati-Zeichen hat immer ein Ausrufezeichen in der Mitte. Man hätte nicht, kennt ihr nicht den berühmten Spruch, das Ausrufezeichen in der Mitte. Was? Illuminati-Ausrufezeichen. Schön, dass es euch besser geht. Danke. Mr. Finnegan, oder? Heilige Jungfrau Maria. Haben wir etwa den Dorftrottel erwischt? Larry! Erinnert euch, Shay. Ich bin Cassidy. Und das ist... Barry! Ihr wart wochenlang krank. Ich wollte nicht zur Last fallen. Schau, er ist ein zivilisierter Bursche. Hi, für einen trottligen Deckschrubber. Bestimmt völlig besoffen von Bord gefallen. Harry? Er hat recht. Was wollt ihr alle? Was ist da los? Okay, was ist hier los? Ich habe so Schmerzen. Was ist hier los? Das wollte ich auch, aber jetzt muss ich es persönlich. Komm her! Boom! Bam! Bam, Alter! Noch eine? Willst du noch eine? Willst du noch eine? Kannst gerne noch mehr haben, Alter. Sind der Untergang unserer Stadt. Wartet, ich habe etwas für euch. Schenken? Ich will nicht, dass ihr völlig splitternackt herumlauft. Hier, probiert mal. Hey! Ich vermute, wenn ihr auf Streit aus seid, könnte euch das helfen. Vielen Dank.
in harten Zeiten. Ich sehe einen vollendeten Gentleman. Cass. Trug ich ein Buch bei mir? Nur diese seltsamen Waffen. Ich danke euch. Jetzt entschuldige ich mich. Da liegt das Manuskript auf dem Grund des Atlantiks. Oha. Und wenn ist es jetzt pitschnass? Kannst du nichts mit anfangen. Pavel nervt schon wieder. Übelst! So, wir sind wieder im Ladebildschirm und das ist total toll. Das Illuminati-Dreieck und Ausrufezeichen. Zack, zack, zack. Du bist tot, Alter, wenn ich mit dir fertig bin. So, bleib mal da liegen. Was haben du und deinesgleichen gegen die Finnegan? Ich gar nichts. Mein Boss hat mich geschickt. Ah, und wo finde ich den? Ganz einfach. Aus dem Hof des Gebäudes steigt Tag und Nacht schwarzer Rauch auf. Du bleib mal hier, Alter. Die schnapp ich mir noch. Her, du Schwanz. So. Okay. Den haben wir erstmal gesmashed. Weil ist so und ist so ein Pokémon. Also stimmt's auch! Mhm. Bandenführer. Bandenführer verstecken sich und versuchen einen aufzulauern, aber man kann ihre Angriffe kontern. Achten Sie auf Geflüster, was die Anwesenheit eines in der Nähe steckenden Anführers anzeigt. Benutzen Sie Adlage und machen Sie die Schleiche mit dem Gefahrenkompass auswendig. Der Kompass führt Sie umso mehr, je näher Sie dem Ziel kommen. Bitte was? Also nicht mal töten. Die Flagge der Bande streichen. Ich streiche mal gleich was anderes. Wenn du Ärger und du bist kein Freund. Du wirst Ärger haben. Du bist kein Freund. Pass mal auf, Leute. Ich will auch nur ein bisschen Spaß haben hier. Leute,